Alter. Und ich finde, man muss auch der jungen Frau mal eine Chance geben. Scheiße, dass jetzt gerade so ein Anlass ist, ne? Mir wäre was anderes lieber, sagen wir mal jetzt Marokko einverleiben als neues Bundesland. Malle, Mallorca. Oh Gott, wenn ich Diplomat wäre, hätten wir schon Dritten Weltkrieg. Also ich sind die Marokkaner. Was? Die Volk hat gesagt, die wollen uns einverleiben. Was? Ich grüße alle ganz herzlich und ja, schön, dass wir euch hier als Avatare sehen. Noch lieber wäre es natürlich, wenn wir wieder zusammenkommen. Aber ich glaube, da haben wir noch eine kleine Ankündigung gleich, wann wir uns vielleicht mal wieder live und in Farbe sehen können. Genau. Ja, und dann haben wir daneben auch eine Frau, die hat das Kölner Brauchtum mit in den Ruhrpott gebracht. Guten Tag. Ich bin der Erzengel Gabriel. Nee, guten Tag, mein Name ist Julia Pietrasch, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte, in allen Belangen immer unterstützend für Frau Kostecki und das gesamte Team und freue mich auf einen coolen Abend heute. Der Rest wird nicht verraten, das ist ein Spoiler. Ja, genau. Aber die Themen ist gut. Dann haben wir hier natürlich noch eine Lady, die hat auch ganz viel mitorganisiert. Wir haben hier im Vorfeld uns schon getroffen, also wir zeigen euch auch gleich, wo wir hier sind. Ja, Nicole Teves und auch von mir herzlich willkommen und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Prost! Prost halt natürlich das ganze Team, ja. Ach, Hammer, ich freue mich so. Der schönste Platz ist ja immer eine Theke, sagen wir mal, ne? Die Sissi und ich. Das ist wahr. Wir stoßen. Ich habe da auch schon mal was vorbereitet. Prost zu euch nach Hause. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Auch wenn es jetzt virtuell ist, aber hey, wir machen das Beste draus. Prost. Herzlich willkommen im Hostel. Sissi, wo sind wir hier? In Hostel Veritas. Wir sind in Hostel Veritas, ein wunderschönes Hostel in Oberhausen, das es jetzt schon im 20. Jahr tatsächlich gibt. In dubio Prosecco steht da oben im Regal, so heißt also im Zweifel immer mal ein Prosecco trinken. Ja. Ist das euer Motto oder wofür steht das Hostel? Was ist das Besondere an euch? Also im Zweifelsfall auf jeden Fall dann in dubio Prosecco, genau. Ansonsten in Hostel Veritas heißt ja nun, im Hostel liegt die Wahrheit. Für uns ist einfach wichtig, so das Kumpelgefühl rüberzubringen. Wir sind hier in einem Gebäude, das war früher mal Zeche, Verwaltungsgebäude, aber immerhin. Mhm. Und in dem Sinne wollen wir einfach sagen, du und nicht möchten sie und bisschen mehr auf Augenhöhe jedem begegnen und jeden willkommen heißen. Ja, liebe Frauen, die hier sind, liebe Frauen und Männer in Form der Avatare, ja, vor dem Bildschirm und den einzelnen Monitoren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu unserer Feierstunde zum Internationalen Frauentag. Diesmal halt der Lage geschuldet in dieser Form, aber im schönen in Hostel Veritas. Dieses gemeinsame, aktive, solidarische Handeln für eine Sache, das gibt Kraft und nicht nur mir, sondern insbesondere auch der Sache. Frauenthemen, in denen wir stecken, wie in vielen anderen mehr. Ob unser Kampf gegen häusliche Gewalt an Frauen, der unter den deutschen Dächern in so hoher Zahl scheinbar gesellschaftsfähig still hingenommen wird. Ob der Kampf gegen Zwangsprostitution in einer Rotlichtwelt, die wir nicht sehen wollen. Der Kampf gegen Genitalbeschneidung von Mädchen, die auch hier unter uns leben. All diese Kämpfe müssen wir aktiv gemeinschaftlich führen. Wir müssen solidarisch für das Recht auf unbeschadetes Leben zusammenkämpfen. Wir müssen für Gerechtigkeit einstehen, um Gehör zu finden und um Leiden ein Ende zu setzen. Gemeinschaftlich. Und nur so haben wir die Kraft. So, in der Kombüse kocht jetzt Cem Özdemir, habe ich gedacht, ist okay. Das ist der Schiffskoch, der Ernährungsminister. Aber ich war froh. Ich habe gedacht, der Cem, ich glaube dem irgendwie. Das ist so ein Mann sein, ich glaube dem. Ne? Und ich habe gedacht, egal was der Cem jetzt da unten zusammenrührt in der Schiffskombüse in der MS Deutschland, ist auf jeden Fall Bio. Und weißt du, was ich geil fand? Dass Julia Klöckner, diese Bauernbitch, ne, diese alte Galionsfigur der Massentierhaltung, endlich abgesägt ist. Yes! Ja, muss man auch mal sagen. Sind die alle gut, nur weil sie Frauen sind? So ist das leider nun mal auch nicht. So, und Karl Lauterbach, ne, da wissen wir auch alle, es gab immer an Bord jeden Schiffes, da gab es auch immer einen Poltergeist, der den Kapitän vor Gefahren gewarnt hat.
und der Poltergeist. Und zwar hieß er, wisst ihr es, Mädels, der Poltergeist an Bord, Klabautermann. Und den haben wir jetzt auch, Karl Klabauterbach. Der mahnt und warnt, ne? Ja, mahnt und warnt. Er warnt jetzt hauptberuflich. 2 Jahre lang hat er gemahnt und gewarnt. Dauernd saß er gefühlt bei Markus Lanz. Ich dachte schon, es ist wie Lanzi und Lauti, die Kessler-Zwillinge deutsche Abendunterhaltung. Ich konnte die Stimme nicht mehr hören. Ist mir egal, er hat recht, er hat Ahnung. Er ist einer vom Bundesministerium, der Ahnung hat. Man ist ja total geschockt. Was ist das denn? Ne? Verstehst du? Ne? Normalerweise denkst du doch, jeder Schreiner braucht 2 Jahre Berufsausbildung. Bundesminister, scheißegal. Ne? Flinten-Uschi, ne? Ursula von der Leyen, war früher Arbeitsministerin für Soziales, auf einmal Verteidigungsministerin. Oh, ne? So. Und dann durfte die trotzdem bei Erdogan, diesem alten, das ist der nächste Mittelalter-Crack, der nächste weiße alte Mann, ne? Da durfte sie nicht mal am Hauptverhandlungstisch sitzen, da musste die am Katzentisch sitzen. Weißt du, mit welcher Begründung, ne? Der sagt, also, der hat's natürlich nicht direkt, er hat gesagt, eine Frau ist immer noch in erster Linie Mutter, ne? Eine Frau ist immer noch in, da habe ich gesagt, was hat bei Flinten-Uschi dann nicht gereicht? Ne? Ich meine, Vorsorge durchs eigene Kind, 7 Pflegestufen in die Welt gesetzt. Ist so der Hammer, ne? Da fragst du dich, ist er sowieso Morde? Guck mal hier, Jean Pütz, ne? Mit 74 die Hobbithek nochmal aufgemacht, ne? Ja, das ist doch der Oberhammer. Ich wollte was anderes erzählen. Die Kümmel. Mümmel. Mümmel hat gewonnen. Es liegt an uns. Was ist das, Julia? Das ist falsch. Ich wollte sie wohl gar nicht mein Wort und falsch. Wir haben wieder ein Wunderbar. Das ist eine Gleichstellungsstelle. Ich muss da rausgegeben, wo ist aber teuer gekauft. Das kann man direkt rund um Frauen, Gleichstellung, Equal Pay Day und so Dinge. Mümmel freut sich. Mümmel freut sich. Hammer! Das ist ein Handyhalter, der ist für die Dame nonchalant. Ist doch ein Handyhalter, oder? Ach nee, das ist ein Türstopper. Aber wenn man, Vorsicht, wenn man abends hier von der Lokalität nach Hause geht, abends sich auf dem Boden wiederfindet, kann man die Tür damit stoppen und das Handy da rein tun. Das geht. Andrea? Spitze. Also, ich muss sagen, also wirklich nochmal einen ganz, ganz dicken Applaus, auch zu Hause, bitte auch an Monitoren, ich weiß nicht, wo ich reingucken muss. Also von daher, Andrea Voll, grandios! Und dass wir hier ganz viel Spaß haben, das verdanken wir dir, das verdanken wir Cissi, die jetzt mal nach vorne kommt. Und wir möchten natürlich Danke sagen, genau. Wir möchten Danke sagen, wir alle, Engelchen kommt auch noch dazu. So, und die Steffi kommt auch noch dazu. Doch, Steffi. Ach, mitgehangen, mitgefangen. So ist das nun mal. So, und wir sagen stellvertretend für unser ganzes Team dickes, dickes Dankeschön an euch. Für euch sind die Blümchen. Und für die Christina natürlich ein frauenpolitisches Quiz. Für die ersten Ideen. Deshalb, macht es gut. Tschüss.